schon Angst mehr, das in meine eigenen Füße zu spießen. Ich mache Bildungsurlaub. Ruhig, warm, entspannt. Als Arbeitnehmerin habe ich pro Jahr das Recht auf 5 Tage bezahlten Sonderurlaub für einen Kurs meiner Wahl. Ich erkläre euch, wie Bildungsurlaub funktioniert, welche Angebote es gibt. Ich nehme die Hände richtig auf die Pobacke, ja? Und ich mache 2 Kurse mit. Einen mit Übernachtung, einen ohne. Und dann vergleichen wir mal, was Bildungsurlaub so kostet. Jetzt, wo ich einmal gekostet habe, will ich mehr. Und sagt ihr aber auch mal, habt ihr schon mal Bildungsurlaub gemacht oder überlegt vielleicht gerade? Dann schreibt mir das gern in den Kommentaren. Boah, guck dir diesen riesigen Garten an. Und genau wegen dem bin ich hier. Für Hinreisen fahre ich nach Siebenlinden, ein Ökodorf in der Altmark. Eine beschauliche, eher ländlich geprägte Region nördlich von Magdeburg mit viel weiter Landschaft. Hier nehme ich eine Woche an einem Selbstversorgerkurs teil. Das ist ja riesig bei euch hier. Ja, ist halt ein richtiges Dorf. Das ist, glaube ich, echt der größte Garten, den ich je gesehen habe. Hi. Hallo. Du musst Eva sein, ne? Ich bin Eva. Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja. Auf das, was mich so erwartet bei euch diese Woche. Ja, ja, du bist ja beim Seminar Permakultur und Selbstversorgung. Die meisten anderen sind schon da, aber ich zeig dir gerne hier alles und wo du wohnst und sowas. Und gerne. Beginnst du dann zum Abendessen? Ja. Okay, alles klar, hol ich dann schon mal raus. Ja. Siebenlinden hat seine eigenen Regeln. Eine davon, alle Gäste müssen am Eingang die Schuhe ausziehen. Also, du bist in Wortkunst untergebracht. Oh, ich bilde mir jetzt ein, dass das extra für mich ausgewählt wurde. Kannst du dir einbinden. Ja, das ist dein Zimmer, Wortkunst. Mhm. Ja, ja, kannst ja aussuchen, welches der Betten du willst. Du bleibst natürlich hier alleine. Ich gerade frage, ich bin einzeln. Okay. Das Badezimmer hier, das teilst du mit der Person, die da drüben ist. Ja. Und was noch ganz wichtig ist bei uns, wir haben ja in ganz Siebenlinden keine Wassertoiletten. Okay. Das ist eine Komposttoilette, aber... Das sieht man gar nicht. Eben, das sieht man gar nicht. Das ist ja das man riecht es auch nicht. Ich muss nicht spülen und es gibt auch keine, weiß ich nicht, man hat auch manchmal so Holzspäne oder irgendwas, was man drauf tut. Nee. Einfach so. Einfach so. Das Klopapier auch hinten rein. Okay. Unendlich viel Wasser wird ja durch die Toiletten gejagt. Mhm. Und wir haben deswegen ungefähr halb so großen Wasserverbrauch nur wie der Rest der Bundesrepublik. Guck, man kann es ja mal gucken hier jetzt. Also das ist ja wirklich... Es ist sauber, es ist Porzellan, du siehst nichts von Fäkalien. Ja, absolut. Und ich rieche auch nichts, das finde ich krass. Genau. Das ist auch nicht das Thema. Also, solange die Lüftung funktioniert, und das ist eine ganz, ganz leise Lüftung, aber es sagt einfach, dass ein klein bisschen Luftzug darunter geht und dann ist gut. Okay, also diese Woche Komposttoilette. Diese Woche Komposttoilette, ja. Das gehört zum Lernerlebnis und dem Linden dazu. Zum Lernerlebnis. Aber hier kommt Wasser raus, oder? Ja, sehr gut. Wir haben Wasser, also waschen geht. Und wir haben halt auch. So ökologisch leben wie möglich, ohne dabei auf etwas verzichten zu müssen. Dafür haben die Gründer 1997 ihr eigenes Dorf geschaffen, Siebenlinden. Und seit Beginn finden hier Seminare zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit statt. Denn die Bewohner wollen ihre Lebensphilosophie nach außen tragen. Und welche Rolle spielen hier die Seminare? Mit unseren Seminaren inspirieren wir die Menschen halt. Die müssen deswegen danach kein Ökodorf gründen. Aber sie nehmen irgendwas mit. Sie machen einen kleinen Selbstversorgergarten auf ihrem Balkon. Sie gehen in eine Solawi, was weiß ich was. Also ganz unterschiedliche Sachen. Und inzwischen ist es natürlich auch ein wichtiges wirtschaftliches Standbein für uns. Mhm. Weil alle, die im Seminarbetrieb arbeiten, werden von den Teilnehmerbeiträgen bezahlt. Und so ist es auch eine Möglichkeit, in dieser abgelegenen Altmark ein solides, funktionierendes Dorf aufzubauen, in dem auch genügend Arbeitsplätze da sind. Ja, Jobs zu schaffen am Ende ja auch. Mhm, genau. So, eingecheckt bin ich schon mal und ich freue mich sehr auf den Kurs morgen. Selbstversorgung, ich habe wirklich gar keine Ahnung von Gemüseanbau, aber genau das war ja auch der Plan. Ne? Eine Woche lang mal was machen, womit man sonst wirklich gar nichts am Hut hat. Und gefunden habe ich den Kurs übrigens online. Da gibt es Seiten wie bildungsurlauber.de oder kursfinder.de. Da kann man dann das Thema eingeben, für das man sich interessiert, das Bundesland, wo man das machen möchte. Und dann landet man am Ende vielleicht hier. Thank you.
Guten Morgen. Und wie lief's auf dem Öko-Klo? Ja. Also, sie hat mir doch erzählt, dass da so ein Windhauch geht, ne? Also, den merkt man auf jeden Fall, wenn man da drauf sitzt. Mehr sage ich nicht. Ein neuer Morgen. Mit neuen Menschen und für mich diese Woche auch einem ganz neuen Thema. Morgen. Hi. Wir sind insgesamt 17 Teilnehmer und rund die Hälfte macht den Kurs als Bildungsurlaub. Das Thema ist Permakultur. Dabei geht es unter anderem darum, einen Garten anzulegen und sich dabei von der Natur und ihren Kreisläufen inspirieren zu lassen. Ein zentrales Anliegen ist, sich so gut wie möglich selbst zu versorgen. Das Seminar leitet Joelle Kampe. Joelle lebt selbst hier in Siebenlinden und gibt seit mehr als 15 Jahren Kurse in Permakultur. Die beiden haben sich hingesetzt und haben geguckt, was macht denn der Wald eigentlich? Und haben dann festgestellt, okay, die Blätter fallen vom Baum, dann verrotten die, bilden neue Nährstoffe und der Baum kann weiter wachsen. Kreisläufe. So, also die meisten Teilnehmer haben einen eigenen Garten und wollen sich hier Inspiration holen. Mit welcher Erwartungshaltung und mit welchem Ziel bist du hierher gekommen? Ich habe einen Schrebergarten und jetzt denke ich vor allem darüber nach, wie ich den gestalte. Ja. Hast du einen Garten? Mhm. Ich habe ein Haus und Garten, ja. Okay. Das wie ich groß meine ist Frau der? Übernommen habe. Das ganze Grundstück sind 2000 Quadratmeter, aber wir wohnen mit zwei Generationen. Okay. Wir haben das so übernommen, sehr konservativ, ne, wie es halt damals so gemacht wurde. Die Beete sind schön rechteckig und alles hat Sinn und Verstand, und aber vielleicht auch nicht. Ja. Was machst du denn beruflich? Ich bin Ergotherapeut. Ich mache halt eine Gartentherapie bei mir auch auf der Arbeit. Und tatsächlich stelle ich jetzt auch heute fest, naja, okay, so ein bisschen so permakulturelle Anteile, Inhalte, Prinzipien habe ich da einfach schon verwendet, unbewusst. Man kann den Bildungsurlaub als fachliche Weiterbildung nutzen, so wie Timo, muss man aber nicht. Bildungsurlaub kann auch den eigenen Horizont erweitern, unabhängig von dem, was man beruflich macht. Was machst du jobmäßig? Ich arbeite für eine Stiftung. Ah. Also nichts mit Garten? Nee, gar nicht. Ja. Ich habe einen ganz klassischen Bürojob. Ja. Ich muss sagen, jetzt gerade bin ich echt ein bisschen erschlagen nach dem Theorieteil. Jetzt ging es gerade noch um vegetative Vermehrung, generative Vermehrung. Das ist schon Deep Dive hier. Und jetzt ist aber der erste Praxistag und da bin ich gerade ein bisschen dankbar für. Wir kochen Zucchini ein, denn auch das ist Selbstversorgung. Im Sommer, wenn der Garten mehr abwirft, als man essen kann, schon mal für den Winter vorsorgen und Vorräte anlegen. Und dann geht es darum, also der ist eigentlich schon ein bisschen viel, also am liebsten bis zu unter dem Gewinn auffüllen. Das macht auch Spaß, das ist irgendwie sehr erfüllend oder befüllend im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oh, lecker. An welcher Seite möchtest du, dass ich an dir vorbeireiche? So. Auch bei Timo wird zu Hause eingekocht, aber nicht das Richtige. Das ist ja eins, ne? Schöne große Früchte zu ernten und viel zu ernten. Das ist ja eigentlich einfach, nur dann tatsächlich auch das noch, wie du schon sagst, bis in den Winter zu halten. Und dann auch im Winter noch aus dem Vollen zu leben, so wie es hier gemacht wird. Das ist schon Ziel, ne? Dass in diesen Regalen, wo massiv Marmelade steht, auch ein bisschen was Herzhaftes für mich dabei ist. Ich habe lange überlegt, welchen Kurs ich mache. Ich hätte auch einen Sprachkurs oder eine Weiterbildung in Buchführung machen können. Man sollte sich vorher aber unbedingt schlau machen, welche Regeln im jeweiligen Bundesland gelten. In Sachsen und Bayern beispielsweise gibt es gar keinen Bildungsurlaub. Fassen wir mal kurz zusammen, wie das mit dem Bildungsurlaub läuft. Anspruch haben alle Arbeitnehmer und Auszubildende. Einzige Voraussetzung, man muss mindestens 6 Monate im Job sein. Und wie viel Anspruch ihr habt, das hängt davon ab, ob ihr Teilzeit arbeitet oder Vollzeit. Bei einer Vollzeitstelle sind es 5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr. Und ganz wichtig,
Ihr könnt nicht einfach irgendeine Weiterbildung buchen. Es muss ein Kurs sein, der in eurem Bundesland, also in dem Bundesland, in dem ihr arbeitet, offiziell als Bildungsurlaub anerkannt ist. Die Kosten dafür, die tragt ihr übrigens selber. Ihr bekommt zwar eine indirekte finanzielle Förderung, weil es ja bezahlter Sonderurlaub, aber den Spaß müsst ihr am Ende selber finanzieren. Wer noch mal genau nachlesen möchte, wir packen euch alle Infos in die Videobeschreibung. Das ist so schön hier, ne? Ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe. Und wenn ihr auch auf der Suche seid nach Inspiration, was man alles so Tolles bei uns in der Region erleben kann, dann müsst ihr unseren Kanal abonnieren. Was ich jetzt, das ist die Sonne. Das ist die Sonne im Sommer, richtig? Wir planen ein Gartengrundstück und spielen in der Theorie ein ganzes Jahr durch. Und da würde die quasi aufgehen. Wie hoch würde die dann gehen? Ja, was glaubst du? Keine Ahnung. Soll ich zeigen oder sag ich? Ja, zeig mal, was du denkst. Na, die steht ja schon sehr steil. Keine Ahnung, so vielleicht? Ja, so wäre genau dazwischen. 45. Das wäre quasi. Genau, aber dann geht sie ja so, ne? Ja. Das also wär da wäre sie noch ein Grad Stück vielleicht. Höher. Aber sie ist bei 70 Grad. 70, okay. Also, ja. Genau. Wie häufig hast du dieses Seminar in dieser Form schon gemacht? Seitdem machst du das? Also, ich habe nicht ganz genau gezählt, aber. Ich glaube, es ist jetzt das 30. Seminar oder sowas. Also, wir machen das seit 2010. Wir haben es ganz lange zweimal im Jahr gemacht und machen es jetzt seit ein paar Jahren dreimal im Jahr. Okay. Der Anteil von Bildungsurlaubenden sei über die Jahre gestiegen, erzählt mir Joelle. Manchmal sind es auch nur 16, aber es kommt eher. Hallo. Hallo. Das ist schon cool, ne? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie nach dem Studium oder auch nach der Schule so im Unterricht saß und irgendwie mal was Neues gelernt habe. Das ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Und das gefällt mir richtig gut. 5 Stunden später. Oh Gott. Ich bin so fertig. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Input hatte. Ich freue mich, glaube ich, auch, wenn es morgen dann mal in den Garten geht und nicht die ganze Zeit Theorie ist. Einfach mal so mit den Händen in die Erde. Darauf freue ich mich. Ob ich das noch bereuen werde? Ich habe ein bisschen Angst, mir das in meine eigenen Füße zu spießen. Das seht ihr später. Aber erstmal habe ich vor ein paar Wochen noch einen Anti-Stress-Kurs an der Kreisvolkshochschule in Halberstadt ausprobiert. Denn Bildungsurlaub geht auch entspannter, zumindest theoretisch. Boah, es ist kurz vor 8. Wer macht einen Entspannungskurs um 8? Das ist irgendwie total unentspannt. Spät dran. Keine Ahnung, wo der Eingang ist. Hier ist das Jugendamt. Wir sind doch da. Wir sind viel zu spät, es tut mir so leid. Es ist so viel schiefgelaufen heute Morgen. Ich habe den Entspannungskurs jetzt auf jeden Fall bitter nötig. Ja, dann hier ist es. Oh je, hallo. Wir sind viel zu spät. Dieser Kurs geht auch 5 Tage, ist aber ohne Übernachtung. Fast alle schlafen zu Hause und kommen für den Kurs in die Volkshochschule. Ja, schön, dass ihr alle gekommen seid zu diesem Bildungsurlaub. Wir werden also viel Körperarbeit machen, nämlich Yoga, Qigong. Und dann werden wir den Stress auch so ein bisschen theoretisch bearbeiten. Denn praktisch wissen hier alle nur zu gut, was Stress bedeutet. Ich bin onkologische Krankenschwester am Isar Klinikum im MVZ. Und mein Aufgabengebiet sind so die Chemotherapie. Ich arbeite hier im großen Bereich Flüchtlingshilfe, arbeite bei einem großen Mobilfunkanbieter mit telefonischen Reklamationsbearbeitung. Ich bin Mama von 2 Kindern,
Vollzeit berufstätig. So in 4 Stunden sind es noch immer so um die 100 Patienten, die wir so abarbeiten. Das duldet eben keinen einzigen Fehler. Außerdem betreue ich meine Eltern, weil beide schwer krank sind. Da kommt jemand, der ist völlig aufgebracht, weil er schon zum 7., 8. Mal jetzt angerufen hat. Und man denkt schon, oh Gott, was kommt jetzt eigentlich? Und wenn man dann hier lernt, vielleicht eine Entspannungsübung einzubauen, dass man selber so ein bisschen runterkommt, dann glaube ich, dass das hilft. Ich nehme mal die Hände richtig auf die Pobacken, ja? So. Kerzenhalter. Und jetzt wird eingeatmet. Linke Hand außen auf das rechte Bein. Da müssen wir nachher ziehen. Und die rechte Hand bleibt auf der rechten Beckenseite. Wenn sie weich, wohlig warm, entspannt. Streckt euch, gähnt, stöhnt wohlig. Die Übungen tun richtig gut. Ich kann sofort runterfahren. Aber was auch gut tut, sich einfach mal gegenseitig das Herz auszuschütten. Ich war auch immer gestresst und hatte alle Symptome, die es so gibt. Ja, was wir ja heute auch schon gehört haben. Kopfschmerzen, Magenschmerzen, ja. Herzrasen, Atemnot. Egal was, Rücken, im Krankenhaus gewesen mehrmals. In meiner Mittagspause habe ich mir schnell mein Brot gegessen, damit ich dann noch Bestellungen mache. Oder wenn nach meiner Arbeit noch da. Und es waren 3 Wochen lang, ich habe richtig gemerkt, wie ausgelaugt ich war. Oh. Ja, aber es ist doch schlimm, dass man sich dann fast den letzten Monat damit quält. 3 Wochen, ja. Und das mit nach Hause nimmt. Ja. Kurze Mittagspause. Sandra kümmert sich sonst um Krebspatienten. Sie will im Kurs lernen, Stress abzubauen, um für ihre Patienten besser Ruhe ausstrahlen zu können, erzählt sie mir. Es ist ihr erster Bildungsurlaub. Fandest du es schwierig zu beantragen? Nein, gar nicht. Rausgesucht, angerufen, dann hat die mir kurz was zu erklärt, was ich so wissen wollte, wie der Ablauf ist, wie ich mich verhalten muss dem Arbeitgeber gegenüber. Dann hat sie mir das alles zugeschickt und dann habe ich das. Ich war natürlich auch sehr pünktlich. Ich wollte auch, dass die Kurse nicht überbucht sind oder so. Und dann habe ich das von 3/4 Jahr meinem Arbeitgeber als Information und hat das genehmigt. Wie war denn eigentlich so die Reaktion von deinen Kolleginnen und Kollegen, als du gesagt hast, ich mache Bildungsurlaub? Sie hat ja noch eine Woche Urlaub wahrscheinlich. Es ist, ja, gut, der Name verbirgt ja nur auch Bildungsurlaub, weil ich vorher auch erst anderen Urlaub hatte. Mhm. Aber es liegt vielleicht auch so ein bisschen an dem Begriff, ne? Bildungsurlaub. Ich habe auch gehört, man soll eigentlich viel lieber von Bildungszeit oder von Bildungsauszeit sprechen, weil Bildungsurlaub, das klingt halt irgendwie auch so nach, weiß ich nicht, bezahlten Privatvergnügen. Der Entspannungskurs geht jeden Tag von 8 bis 15 Uhr und kostet für 5 Tage insgesamt 165 Euro. Zurück in Siebenlinden. Unsere Aufgabe, jetzt nach der Erntesaison ein Beet in den Winterschlaf schicken. Die verwelkten Bohnenpflanzen müssen raus und die Erde soll aufgelockert werden. Ja, und mein Böhnchen. Ich habe eine Bohne gefunden. Das ist Kompost. Als Gartenneuling brauche ich ab und zu ein bisschen Nachhilfe von den anderen in meiner Gruppe. Zum Beispiel bei der Frage, was eigentlich eine Gründüngung ist. Da unterscheidet man halt zwischen Starkzehrer, die viel Nährstoffe brauchen, kommen auf das gedüngte Beet, wo die Gründüngung war. Ja. Und danach kommt dieser Starkzehrer ins nächste Beet und da, wo der Starkzehrer war, kommt eine Pflanze hin, die nicht mehr so viel Nährstoffe braucht. Ah, okay. So geht es dann immer weiter. Und ein Beet ist eben immer leer, in Anführungszeichen, hat keine Kultur, wie man sagt, sondern hat dann diese Gründüngung. Damit sich das erholen kann. Ja, alles klar, danke schön. Und dann geht's an die Fitnessgeräte. Das hier ist eine sogenannte Doppelgrabegabel. Und das hier sind definitiv die falschen Schuhe für Gartenarbeit. Ich habe ein bisschen Angst, mir das in meine eigenen Füße zu spießen. Bizeps-Training.
Das Seminar allein kostet rund 430 Euro. Dazu kommen die Kosten für das Einzelzimmer und Vollverpflegung. Für die ganze Woche zahle ich insgesamt 939 Euro. Siebenlinden bietet aber auch eine Art Sozialtarif an. Ermäßigt würde die Woche 745 Euro kosten. Die Wurzeln, sollen wir die dann noch rausholen? Nee, okay. Oh, siehst du? Und Thema Selbstversorgung. Glaubst du jetzt, dass, also weiß ich nicht, noch zwei Sommer und dann brauchst du nicht mehr einen Supermarkt? Nein. Dazu ist mein Grundstück zu klein, aber ich glaube, über den ganzen Sommer würden wir, glaube ich, hinkriegen. Ja. Ja. Ist das neue Ziel? Tatsächlich ist es das Ziel, im Sommer ja nicht mehr in den Supermarkt zu müssen. Ja, ja. Cool. Und genau dafür steht auch das Dorf Siebenlinden. 70-80% des Essens kommen hier aus eigenem Anbau. Alles andere, so wie Brot oder Öle, werden im Bio-Großhandel zugekauft. Die Kürbisse, die es heute Abend als Suppe gibt, die wurden gestern erst geerntet. Und nach der ganzen Plackerei ist der Hunger groß. Highlight des Tages. Mhm. Das Essen. Heute Abend endet unser Bildungsurlaub. Nächste Woche geht's für Daniel wieder ganz normal zur Arbeit. Er leitet zwei Kindertagesstätten. Und wie ist euer Fazit so zum Bildungsurlaub? Tatsächlich ist es mein erster. Dein erster? Ja. Und ich habe ursprünglich den Plan gehabt, dass ich diesen Bildungsurlaub nehme, um meine KollegInnen, also ich habe ein Team von 12 Leuten ungefähr, um die einfach zu ermutigen, auch Bildungsurlaub zu nehmen, endlich. Mhm. Weil sie reden auch immer davon. Und ich habe mir gedacht, ach, ich brauche das ja nicht. Jetzt, wo ich einmal gekostet habe, will ich mehr. Und genau so geht es allen, mit denen ich gesprochen habe. Alle wollen ihren Bildungsurlaub im kommenden Jahr wieder nehmen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Man kann sich entweder fachlich weiterqualifizieren oder Hobbys und Interessen vertiefen. Eine Woche lang wird man dafür an die Hand genommen. Und wenn man möchte, kann es auch einfach eine kleine Flucht aus dem stressigen Joballtag sein. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf hinreisende Momente, dann schaut gern auch noch mal in unsere anderen Folgen. Ich bin jetzt auf jeden Fall mega dankbar für die vielen wertvollen Impulse. Und die nehme ich jetzt alle mit in den Job. Hast du die Spinne drauf? Hast du? Bitsi, bitsi, Spider. Du musst mal zur Seite gehen, sonst wirst du hier gleich weggejettet. Schnell weg!